Du hörst Hoffnungs-Botschaft mit Walter Neufeld. Liebe Freunde, liebe Brüder, liebe Schwestern, schön, dass ihr wieder dran seid. Was wird das Wichtigste sein? Dass wir deine Seele. Eins würde sein, das Wichtigste ist, dass wir gedeibt sind, dass wir zu Zeug kommen, dass wir nicht schlechte Menschen sind, dass wir Urbälle, unsere Kleidung, so verschiedenste Sachen, die wir nicht abreden und wir leben, die sind sehr wichtig und für einen ist das eine wichtiger und für den anderen ist das andere wichtiger. Wenn wir über Gott fragen, wenn wir Jesus fragen, Jesus, was ist das Wichtigste? Weißt du, was Jesus dann sagt in Markus 12, Vers 30? Das Wichtigste, was du tun kannst und was ich tun kann, was an erster steht, ist, Gott lebe von ganzem Herzen. Jeden Tag. Hast du mal zu Gott gesagt, dass du am lebst? Gott, ich lebe dich von Herzen, ich sehe dich gut. Jesus, ich sehe dich gut, Geist Gottes, ich sehe dich gut, ich lebe dich. Ich freue mich, dass du da bist. Von ganzem Herzen, mein ganzes Leben freut sich, dass du da bist. In dem nächsten Leben aus uns selbst. Du hast kein Raum für Betternis, für Haus, für Eiernis. Einfach leben. Die Menschen leben, auch wenn die anders sind. Auch wenn die Sachen tun, die wir nicht verstehen oder die wo die leben, die sind schlecht. Wir brauchen dort nicht Rechte. Dort wurde sie mit Gott, mit der Reelle, nicht mit Hans. Gott wird wählen, wenn wir den ganzen Tag am Leben, den nächsten Leben, dann haben wir die ganze Bibel angehauen. Das ganze Gebot. Dankeschön, Herr, dass du uns das so einfach gemacht hast. Und doch erzählen wir, wir brauchen deine Hilfe. Die Hilfe von deinem Geist. Am jeden Tag daran zu denken, die zu leben von ganzem Herzen, mit all unserer Kraft, in den nächsten zu leben, jeden Tag. Wir beten um deine Hilfe in Jesus' Namen. Amen. Bis zum nächsten Mal mit Hoffnungsbotschaft. Das war eine Produktion von Jesus Responde al Mundo de Hoy. Töp mocht bei der Nummer Jesu groß schreiben über Paraguay in der Welt. Kontaktiere uns unter info@jesusresponde.com.